fliegen jetzt einfach nach Hause. So krass. Ich bin voll traurig. Ich bin irgendwie gar nicht mehr traurig. So gut war alles Auslandsjahr. Ja. So krass, wir sind einfach schon wieder in Deutschland. Da sind wir. Zurück. Hi. Hamburg. Wir sind einfach gelandet. Wir sind gelandet. Was? Hallo! Guck mal hier! Weil ich finde, das kann ich glaube ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe mich glaube ich nach meinem Auslandsjahr, in der Zeit, in der ich hier bin, mich noch mal krasser verändert als in der Zeit, in der ich im Ausland war. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 27.06.2020. Und das ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn ich bin heute vor genau einem Jahr aus den USA wiedergekommen von meinem Auslandsjahr. Und ich habe mir heute Morgen schon mal wieder so ein paar von meinen alten Videos angeguckt, also meine erste Woche in den USA. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog, wo ich euch jetzt mal so meine ersten Tage hier mitnehmen möchte. War meine letzte Woche in den USA und... Oh mein Gott, wie verrückt ist das denn eigentlich gerade? Es ist heute einfach mein letzter Schultag. Halt auch so das, was so dazwischen war. Und mir ist einfach aufgefallen, wie dankbar ich bin, dass ich das alles so gefilmt habe. Also dass ich halt wirklich so alle Sachen, die ich erlebt habe in meinem Auslandsjahr, natürlich nicht alle, aber so die meisten halt einfach protokolliert habe. Also erstmal natürlich die ganzen Schulbälle, also Homecoming, Prom. Und dann meine ganzen Reisen, als ich mit meinen Gasteltern in Seattle war, in Portland, als ich vom PPP aus nach DC geflogen bin. Hey, wir sind jetzt im Capitol Hill, also richtig im Gebäude. Und ich kann euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Also die Meetings sind halt echt gut gelaufen. Also es waren halt echt so coole Sachen, die ich da erleben durfte und für die ich halt immer noch richtig dankbar bin. Ich finde es einfach so krass, wenn ich jetzt so dran denke, dass es einfach alles schon so lange her ist. Und ich wollte heute einfach mal so ein Video machen, in dem ich so ein bisschen darüber rede, was ich glaube, was das Auslandsjahr so jetzt so für Langzeitfolgen an mir hatte, würde ich jetzt mal sagen. Denn mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich mich in meinem Auslandsjahr total verändert habe. Und ich muss sagen, ich bin halt einfach für alles so dankbar, was ich erleben durfte. Ich bin so dankbar, dass ich halt immer noch so einen guten Kontakt mit meiner Gastfamilie habe, dass sie mich wahrscheinlich auch nächstes Jahr besuchen wollen und dass wir die eigentlich auch dieses Jahr besuchen wollten. Aber das ging ja jetzt natürlich nicht. Wir wären eigentlich morgen in die USA geflogen und ich bin richtig traurig irgendwie gerade, dass es nichts wird. Also das ist, oh mein Gott. Und ich bin einfach auch so dankbar für meine Freunde, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Also ich habe auch immer noch voll guten Kontakt zu Leonie und Wilma. Und halt auch mit ein paar anderen Freunden, wie zum Beispiel Abby jetzt, mit der ich auch immer noch gut in Kontakt stehe. Und keine Ahnung, irgendwie hätte ich halt nicht gedacht, dass so im Nachhinein Washington oder Spokane oder halt auch die USA irgendwie so einen krassen Platz in meinem Herzen einnehmen. Also ich dachte, ich komme so nach Hause und ich habe mich ja da so die ganze Zeit auch zu Hause gefreut und dachte dann so, ja, und dann bist du endlich wieder da. Aber jetzt ist halt irgendwie so krass, wenn ich so dran denke, was ich da auch gemacht habe. Also ich habe mir dieses Video angeguckt, als ich so einen Tag gefühlt da war und ich war so, ja, ich habe jetzt mit Laura geskypt und ja, ich bin jetzt hier in den USA. Und guten Morgen, es ist gerade Samstag und ich habe eben gerade mit Laura geskypt. Irgendwie ist es so krass, wenn ich mir vorstelle, dass ich einfach 16 war und für ein ganzes Jahr weggegangen bin. Das ist mir damals auch gar nicht so krass vorkommen. Also natürlich war ich so, okay, du gehst jetzt hier für ein ganzes Jahr von zu Hause weg. Und ich dachte halt irgendwie so ein bisschen, das verändert jetzt irgendwie so voll vieles, so richtig krass. Aber jetzt im Nachhinein denke ich halt auf der einen Seite, wie krass es ist, diesen Schritt einmal zu gehen und einmal so zu wissen, wie das ist und so diesen Mut zu haben, es auszuprobieren. Und ich meine, ich habe es gemacht, als ich 16 war. So, wenn ich jetzt irgendwelche 16-Jährigen sehe, dann denke ich immer so, oh mein Gott, ihr seid jung. Ich meine, ich bin jetzt auch nur 2 Jahre älter, aber, ne. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in dem Alter einfach in ein fremdes Land gegangen bin und bei einer fremden Familie gewohnt habe für ein ganzes Jahr, dann ist das irgendwie ein bisschen krass für mich. Aber gleichzeitig denke ich mir jetzt auch so, ich glaube, dadurch, dass ich das dann mit 16 einmal gemacht habe, würde ich mir jetzt so denken, okay, wenn ich jetzt nochmal für ein Jahr irgendwo hingehen würde, dann wäre ich da, glaube ich, viel entspannter. Also ich würde dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mein Handy und meinen Laptop mitnehmen und dann halt wahrscheinlich irgendwie losziehen und mir nicht mehr so viele Gedanken darum machen. Also natürlich wäre es halt irgendwie trotzdem noch eine große Sache. Aber jetzt, wo ich halt irgendwie so weiß, was das so für gute Sachen mit sich bringt,
würde ich das, glaube ich, auch jederzeit wieder machen. Nur glaube ich halt nicht, dass ich nochmal Austauschschüler sein wollen würde, weil ich glaube, dafür jetzt einfach zu selbstständig bin, obwohl ich da auch schon so ein bisschen zu selbstständig dafür war. Dazu komme ich gleich. Und zwar wollte ich heute ja jetzt ein bisschen darüber reden, was ich so denke, was so meine Sachen sind, die sich so verändert haben in diesem Jahr. Und dazu dachte ich mir, rede ich erstmal so ein bisschen darüber, wie ich mich, glaube ich, innerhalb meines Auslandsjahres verändert habe und wie so da die Situation war und wie ich mich jetzt auch so ein bisschen wieder weiterentwickelt habe, weil ich finde, das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe mich, glaube ich, nach meinem Auslandsjahr, in der Zeit, in der ich hier bin, mich noch mal krasser verändert, als in der Zeit, in der ich im Ausland war. Und zwar lag das halt, glaube ich, einfach daran, dass viele Leute immer sagen, dass sie im Ausland, oder viele Austauschschüler eben halt immer sagen, dass sie im Auslandsjahr immer total so selbstständig waren und immer alles selber entscheiden durften und irgendwie auf sich alleine gestellt waren, was halt einerseits gestimmt hat. Aber ich muss halt sagen, wenn ich meine jetzige Situation mit meiner Situation im Auslandsjahr vergleiche, dann bin ich jetzt auf jeden Fall viel selbstständiger und viel freier in dem, was ich tue. Weil meine Gasteltern halt schon ziemlich, ich will nicht sagen streng waren, aber schon. Also ich durfte halt nicht die Sachen anziehen, die ich anziehen wollte. Also das, was ich gerade trage, also es ist eine ganz normale kurze Hose und ein Top, hätte ich halt da nicht anziehen dürfen, weil, und ich konnte ja irgendwie auch nicht so wirklich alleine rausgehen und irgendwas machen, weil ich halt keinen Führerschein hatte und das in den USA halt schon alles ziemlich weitläufig ist und ich auch irgendwie nicht so die Gelegenheit hatte, jetzt mal so zu sagen, so okay, ich mache jetzt mal das. Als Austauschschüler gehört sich das ja irgendwie auch so, sich so der Familie anzupassen, und wenn die irgendwie gesagt haben, okay, wir wollen dahin fahren oder wir wollen in die Kirche gehen oder so, dann gehört sich das halt irgendwie einfach so, dass man dann mitkommt aus Freundlichkeit, und das sind halt so Sachen, die einen nach einem Jahr schon ziemlich auf die Nerven gehen können, wenn man halt irgendwie immer so ein bisschen in seiner Selbstständigkeit eingeschränkt wird, was das angeht, weil ich halt meine Tagesplanung nie selber in der Hand hatte. Manchmal war das dann so, da bin ich aufgestanden an so einem Samstag und dann waren die so, okay, wir fahren jetzt hier gleich da und dahin. Was halt einerseits cool war, weil man so halt immer Sachen gesehen hat, aber teilweise war es halt auch ein bisschen nervig, weil man sich seinen Tag eben nicht so selber gestalten kann, wie man das möchte. Und bei meinen Eltern hier ist es halt anders. Also wenn wir halt irgendwas machen oder so, dann sprechen wir das halt meistens vorher durch. Oder wenn es irgendwas Spontanes ist, dann kann ich halt entscheiden, ob ich mit möchte oder nicht. Und wenn ich halt wirklich mit möchte, dann gehe ich halt mit. Und wenn ich nicht mit möchte, dann lasse ich es halt sein. Und die sind dann halt auch nicht böse oder so. Oder ich muss denen auch nicht 10 Jahre vorher Bescheid sagen, wenn ich irgendwas machen möchte. Und das war halt bei meinen Gasteltern immer so, weil die mich ja dann auch immer abholen mussten. Zumal wir eben ziemlich weit von der Schule entfernt gewohnt haben. Ja, also das war halt irgendwie so das Ding, was mich da ein bisschen aufgeregt hat und wo ich mich auf jeden Fall schon so in meiner Selbstständigkeit eingeschränkt gefühlt habe und wo ich sagen muss, dass das jetzt auf jeden Fall anders ist. Also wenn ich jetzt irgendwo hin möchte, wenn ich was mit meinem Freund machen möchte, dann entscheide ich das. Und dann ist es mehr eigentlich so, dass ich das meinen Eltern erzähle, so ich möchte dann und dann was mit XY machen. Und dann sind die so, okay, und dann sprechen wir vielleicht irgendwie durch, wer wann das Auto braucht oder so. Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt fragen muss und mich schlecht fühle, wenn ich irgendeine Familienaktivität irgendwie nicht mitmachen möchte oder so. Oder wenn ich irgendwie zu lange schlafe. Oder dass ich mich schlecht fühle, wenn ich meinen Tag in meinem Zimmer verbringe, weil ich einfach irgendwie mal meine Ruhe brauche. Das fanden nämlich meine Gasteltern auch immer ein bisschen komisch, was, glaube ich, daran liegt, dass es einfach in Amerika so ein Ding ist, dass halt die Türen eigentlich immer auf sind und so. Aber mich hat das halt so genervt, weil ich kann einfach nicht richtig entspannen, wenn ich das Gefühl habe, alle Leute, die irgendwie im Flur vorbeikommen, beobachten mich, wie ich da in meinem Bett rumgammel. Also das, und das gibt es halt bei mir zu Hause jetzt gar nicht mehr. Und dafür bin ich halt auch richtig dankbar, weil das sind so die kleinen Dinge, die einem irgendwann richtig auf die Nerven gehen können. Genauso wie ich hier halt auch essen kann, was ich möchte. Ich muss sagen, da bin ich halt, glaube ich, schon selbstständiger hier als in den USA, was so meinen Tagesablauf angeht. Ich glaube, ich passe dieses Jahr, also das letzte Jahr, jetzt mal in so ein paar Sätzen vielleicht ganz kurz zusammen. Und zwar bin ich wiedergekommen halt im Juni. Und irgendwie war am Anfang alles halt so mega cool. Also ich habe mich so richtig gefreut, dass ich zu Hause war, habe viel mit meinen Freunden gemacht, habe meine Willkommensparty gefeiert. Die war auch echt cool. Und habe halt generell irgendwie den Sommer so genossen. Ich bin viel mit meinen Freunden unterwegs gewesen. Wir waren auf richtig coolen Dorffesten, die leider dieses Jahr alle ausfallen. Generell habe ich letztes Jahr einen richtig schönen Sommer gehabt. Ich habe auch mit der Fahrschule angefangen im Sommer. Also ich habe halt die App durchgemacht. Und ich kann euch empfehlen, ein Tipp, den ich euch gebe für diese Fahrschul-App, macht sie durch, macht sie einfach durch. Wenn ihr im Bett liegt, macht sie einfach immer. Wenn ihr im Bett liegt, wenn ihr Fernsehen guckt, wenn ihr irgendwas macht, macht einfach diese Fahrschul-App. Dann bin ich halt wieder zur Schule gegangen. Das war halt am Anfang echt so ein bisschen
Wenn ich so an die Zeit zurückdenke, also ich hatte so im Herbst irgendwie schon ein bisschen so eine schwerere Zeit, was nicht nur mit der Schule zusammenhing, aber kam da irgendwie so ein bisschen so wieder bei mir an, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und so. Und irgendwie war so diese Euphorie weg. Und dann sind halt noch ein paar andere Sachen passiert, die halt irgendwie nicht ganz so geil waren. Und dann war halt so der Herbst schon ein bisschen, ich will nicht sagen schwerer, aber es war halt schon ein bisschen anstrengend, weil Schule war halt dann ziemlich krass, weil halt viele Klausuren geschrieben worden sind und es war halt schon irgendwie eine stressige Zeit, dann halt auch noch so mit Führerschein und so, und wenn das Wetter nicht so gut ist, ist es irgendwie sowieso immer nicht so geil. Und dann ging es halt weiter, dann kam halt mein Geburtstag war auch mega, mega schön, ich bin 18 geworden und habe meinen Führerschein gemacht, endlich. So, ich komme gerade vom TÜV und ich habe eben gerade meine praktische Fahrprüfung gehabt und ich habe einen Führerschein. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so doll, das ist unnormal, so erleichtert. Oh Gott, aber es lief halt eigentlich echt gut und deswegen freue ich mich einfach nur so sehr, dass ich es hinbekommen habe. Oh mein Gott. Und seitdem muss ich sagen, ist meine Lebensqualität so irgendwo hoch in den Wolken, wenn ich jetzt überall hinkomme. Ich kann mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, keinen Führerschein mehr zu haben, weil ich es einfach so sehr liebe, Auto zu fahren und so diese Freiheit zu haben, einfach überall hinzukommen, wo ich hin möchte. Ich glaube, das können Leute, die auch auf dem Dorf wohnen, ganz gut verstehen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich nicht gerne abhängig von anderen Leuten bin. Also mittlerweile nervt mich ja schon, wenn meine Eltern halt irgendwelche Sachen für mich bezahlen, weil ich halt irgendwie immer das alles selber machen möchte oder generell immer viel so selber machen möchte oder auch halt irgendwo hinfahren möchte oder... Keine Ahnung, manchmal reicht es schon, wenn halt irgendjemand anders fährt und ich dann halt aber keinen Einfluss darauf habe, wenn ich nach Hause fahre. Also wenn ich nach Hause komme. Ich meine, keine Ahnung, generell halt einfach so die Verantwortung für mich selbst zu haben und nicht irgendwie einfach blind irgendjemandem hinterher zu laufen und so, ja, die werden das schon richtig machen. Also, und das ist halt, glaube ich, auch definitiv irgendwas, was so nach dem Auslandsjahr kam, weil das bei mir halt im Auslandsjahr total anders war. Also da bin ich halt immer so meinen Gasteltern hinterhergelaufen und ich war so, okay, die entscheiden das hier, ich habe hier sowieso kein Mitspracherecht. Ich meine, ich bin generell irgendwie so eine ganz chillige Person, würde ich sagen. Also wenn irgendjemand jetzt sagt, er oder sie möchte das oder das machen, dann bin ich halt auch so, ja, okay, cool, ich bin dabei, so, kein Ding. Aber ich bin halt nicht so kompliziert oder auch wenn es irgendwie so darum geht, so, wo man essen gehen will oder so. Dann bin ich da eigentlich auch immer richtig entspannt. Aber ich mag es halt einfach irgendwie nicht so gerne, das Gefühl zu haben, dass ich anderen Leuten so zur Last fall, würde ich sagen. Dann kam Weihnachten und dann kam Silvester und dann kam London. Ich bin jetzt wieder nach London geflogen für, wie viele Tage waren es? 3 oder 4? Auf jeden Fall war das auch ein richtig cooles Erlebnis und ich bin so dankbar, dass wir es halt im Januar noch machen konnten, weil man da eben noch reisen konnte und da Corona irgendwie nur so in China existiert hat. Lange ist es her. Und dann war halt eigentlich nur noch Schule. Okay, Februar war halt noch so Karnevalszeit und so und Rosenmontag. Das war auch richtig, richtig cool. Und dann war nichts mehr und dann kam der April und der Mai. Und dann kam der Juni und im Juni ging es so langsam wieder los, dass man halt irgendwas machen konnte. Aber ich würde sagen, so die letzten 3 Monate sind so irgendwie an mir vorbeigerauscht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Ja, aber jetzt arbeite ich halt auf jeden Fall jetzt so über den Sommer und das finde ich halt auch richtig gut, weil dann kann ich mir halt selber ein bisschen Geld so dazu verdienen und es macht mir halt auch mega viel Spaß. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Auslandsjahr mein Selbstbewusstsein ziemlich gestärkt hat und dass ich mir auch nicht mehr so viel aus der Meinung von anderen Leuten mache und dass ich halt irgendwie mehr so mein Ding irgendwie mache, auch wenn ich da manchmal immer noch ein bisschen struggle, aber nicht mehr so, wie es mal war. Was, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen so daran liegt, dass ich halt einfach generell älter geworden bin. Ich muss sagen, meine Noten sind sogar besser geworden im Vergleich zur 10. Klasse. Also ich habe ja die 11. übersprungen. Darüber wollte ich auch nochmal ein Video machen, halt so Tipps zum Klasse überspringen oder keine Ahnung. Klingt so, als wäre das jetzt so richtig krass, aber eigentlich war es jetzt auch nicht so schwer, deswegen. Und das ist, glaube ich, erstmal das, was ich so generell erzählen kann. Ich habe mich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen so ausgelabert. Ich habe, glaube ich, alles erzählt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange voll geredet. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bis zum bitteren Ende, also bis jetzt geguckt habt. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Top. Es ist ein Top und es zeigt es mir aus. Und außerdem sieht es natürlich aus wie Unterwäsche. Und meine Hose ist natürlich viel zu kurz.